Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir fahren jetzt einmal quer durch. Einfach ein bisschen quer durch Dänemark. Um dann dort. Das war die falsche Taste. Um dann dort die Fähre nach Island zu erreichen. Und irgendwie verschaltet sich hier die Automatik andauernd. Also, das finde ich ein bisschen merkwürdig hier mit diesem Getriebe. Also, was der hier macht. Anfahren ist immer jedes Mal ein Horror. Gut, haben wir schon Schaden gemacht? Noch nicht. Gut, ein bisschen was am LKW ist okay, aber nicht so was Blödes wie da nochmal Busrammen oder so. Und gar nicht Schaden an dem Dieseltransporter machen, weil wenn uns der Diesel hier ausläuft, das wird nicht ganz billig. Da habe ich ja neulich gelesen oder was. Dachte ich mir, dass ich gucke nicht richtig. Da stand doch Gladbeck in der Zeitung, dass jemand, der falsch getankt hat, das Benzin in die Kanalisation gegeben hat. Also einfach ein Gulli gekippt hat. Weg! Zack! Also, ey, ernsthaft, wie kommt man auf solche Idee? Also da, puh. Da fällt dann nicht viel zu ein, würde ich sagen, ne? Also. Kann man machen, sollte man aber nicht, würde ich behaupten. Das ist ein bisschen sehr, sehr eigenwillig, glaube ich, diese Entsorgung. Also, in den Gulli das Benzin kippen, das ist wirklich, also, Mann, Leute. Da sind wir wieder beim gesunden Menschenverstand, ne? Da fragt man sich echt, wie der so alt werden konnte, dass er einen Autoführerschein, oder dass er überhaupt ein Auto führen durfte, ne? Also. Das ist. Puh. Solche Leute sind auf deutschen Straßen unterwegs, alles klar. Da kann man dann Angst kriegen. Wenn der nämlich einem anderen Auto gegenüber sitzt und der so gar kein Interesse dafür hat, so. Ja, hier, was geht mich da an? Ich muss jetzt das Benzin loswerden. Da ist ein Gulli, da kipp ich's rein und ich's los. Fertig. Das ist natürlich schon. Hart. Ja, interessant. Durch so ein Dorf zu fahren, ist es ja schon, ne? Es ist schon schön, was sie das gemacht haben hier. Und echt nicht schlecht. Ja, mit einer dänischen Fahne im seinem Vorgarten. Schön. Da sind wir auch gleich an dem Ort, wo wir dann auf nach Island, wo wir denn nach Island kommen. Das ist ja auch so ein Land, das möchte ich eigentlich auch gerne mal live erleben. Da möchte ich gerne mal hin. Wenig Länder, die ich wirklich sehr gerne mal sehen wollen würde, aber das ist so dieser ganze englische Raum interessiert mich natürlich sehr. Also Großbritannien und sonst, das interessiert mich schon sehr, weil ich stelle mir das schon interessant vor dort. Christiansand, den ganzen Hafen umgebaut, ne? Das sah vorher auch anders aus hier. Nee, nicht Christiansand, das ist ja gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Ich würde wirklich sehr, sehr, sehr gerne in Großbritannien Urlaub machen und mal und dort mal so ein bisschen was sehen, was entdecken und naja, vielleicht gelingt es mir im nächsten Jahr. Was mich natürlich sehr interessiert, weil ich dann doch so ein bisschen auch sagen wir mal dadurch, dass ich World of Tanks spiele und Armored Warfare. Bin ich da auch schon interessiert an Panzern und dann gibt es da natürlich dann in Boeing ein ganz interessantes Panzermuseum, wo noch ein Tiger-Panzer den gibt es da noch als fahrtüchtig. Das stelle ich mir schon sehr interessant vor und ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr mal. So, und jetzt geht's aber los. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Wie heißt denn das Bestio?
Kann doch keiner lesen. Senior Dua. Alles klar. Was ist Trondshafen? Trondshafen wäre auch. Ach, das ist da oben. Ja, und Bergen ist natürlich da. Und was haben wir hier noch für Herr Christiansand? Das ist da drüben. Und Stavanger wäre dort. Wir wollen aber dahin, das dauert 45 Stunden und kostet 3.200 Euro. Wir brechen auf nach Island. Da wird ordentlich geladen. In die Pilz. So. Auf geht's. Jetzt sind es noch einige Kilometer. 0 Kilometer, 0 Minuten, alles klar. Ballach, da ruft es wieder. Ah, wir müssen auf die Straßenseite. Und hier liegt Schnee. Guck an, hier liegt Schnee. So, jetzt haben wir noch 800 Kilometer und dann sind wir da. Ah, es ist nur in der Hin. Guck's an, hier liegt schön Schnee. Hier geht sogar einer durch den Schnee. Schön gemacht. Bin begeistert. Und die nächste Tour von. Oh Gott. Aber das Ruckeln hier beim Laden, das ist noch ein bisschen hakelig. Also ich habe schon die 64-Bit-Version jetzt hier auch gestartet. Jetzt habe ich erwartet, dass es einigermaßen funktioniert, aber ein bisschen RAM und so weiter und so fort ist ja nicht das Problem. Da haben wir genug von. Da kann sich ruhig ein bisschen was reinladen, ne? Hast du so eine ganze Karte kriegen oder locker runter? Aber jetzt geht's natürlich los hier, ne? Das ist ja alles hier Schlangenlinien fahren hier um die Vulkane. Durch die Winterlandschaft. Und wir fahren irgendwie nur nachts. Das ist auch irgendwie blöd. Minus 1 Grad. Gut. Machen wir die Heizung halt an, ne? Nicht das Problem. 60 darf ich jetzt hier fahren. Hier durfte ich nur 80 fahren, jetzt aber nur 60 fahren. Schade hier. Frage ist, hat diese Witterung hier und vielleicht eventuell Schnee auf der Straße liegt, Auswirkungen auf das Fahrverhalten, ne? Nicht, dass wir jetzt hiermit mal anfangen zu schlittern oder so. Das könnte ja auch passieren. Wäre natürlich was. Da sieht man, dass man in einem Land ist, wo es viel Schnee gibt, weil die Fahrbegrenzung, dieser Fahrbahnbegrenzungspfahl, der ist einfach mal dreimal so hoch wie der normale, den wir hier kennen. Weil kann ja passieren, dass so viel Schnee liegt. Und dann sieht man den natürlich nicht mehr. So wie hier, guck, da liegt schon richtig Schnee angehäuft hier, war mal eine Schneewehe. Weggefräst das gute Zeug. Aber ja, der Kleine, der kommt auch nicht aus dem Tee hier, ne? Das dauert auch alles hier für dieses Bergaufgefahren. Mal gucken, wo dann nachher bergab abgeht hier. Oha. Der gute Diesel, der muss hier hoch. Einmal über den Vulkan. Jetzt geht es gleich bergab hier. Da schiebt uns der Diesel jetzt hier gleich den Berg runter. Oh, spart Sprit. Fahren sehr schön. Gut, dann haben wir ja schon mal die ersten Serpentinen hier in Island hinter uns gebracht. Aber ich denke, es werden nicht die letzten sein. Höfen, Höfen kann ich lesen. Der Rest ist hier echt.
Na gut. Muss ja nicht alles lesen können, ne? Lustig aus, so mancher Buchstabe in dieser Sprache. Hier liegt echt Schnee für dich über der. Das finde ich gut, dass hier jetzt Schnee in die Lichter und so. Bonus. Mit Sparschwein. Und die Rennleitung steht auch. So, wie schnell dürfen wir hier? 80, alles klar. Können wir erstmal ein Stückchen geradeaus hier, so wie es aussieht auf der Map. Da sind wir noch über 800 Kilometer, also ich denke mal, dass wir auch nicht mehr diese Woche schaffen, beziehungsweise wenn, dann erst am Wochenende. Los hier. Oh, interessant, eine Brücke hier. Was hat das Fahrgeräusch? In die große Straße, wir dürfen 80. Voilà. Oh, minus 2 Grad, sagen sie. Samstag? Sonntag ist doch. Sonntag 3 Uhr. Stimmt, wir sind so hoch, da kann auch durchaus sein, dass die Sonne gar nicht mehr untergeht. Oder geht sie ja gerade auf? Eigentlich müsste sie da untergehen, weil wir fahren ja eigentlich in Richtung Westen, ne? Theoretisch müssten wir eigentlich in Richtung Westen fahren. Auch denn hier solche Bodenwellen rein? Na ja gut, macht keinen Schaden an der Fracht, ist okay. Das ist schon sehr spannend hier oben. Also Island, das ist natürlich jetzt... Das sehe ich so auch zum ersten Mal. Bin auch ganz fasziniert. Übertreiben wir es aber ein bisschen hier mit dem Tempo. Wo man lange gucken kann, wo man hier lang fährt, ne? Und auch lange keinen Verkehr sieht, heißt es ja nicht, dass wir rasen dürfen. So. Machen wir Tempomat mal hier auf 82 wieder rein. Das könnte gehen. Das dürfte sich auch ausgehen. Entschuldigung. So, und hier kommen jetzt schon wieder ein bisschen interessantere Kurven. Haben wir noch machbar, glaube ich. Und jetzt ist hier immer noch 80, alles klar. Hm, hier sind jetzt die Begrenzungswerte, hier schneidet es nicht mehr ganz so viel. Hier sind die Begrenzungswerte wieder etwas niedriger. Aber hier bergauf, da kriegt er wieder Probleme, der Kleine. Wieder ordentlich runterschalten. Ui, da fährt er nur noch 40. Und wir sind wieder unter 100.000, aber gut, wir kriegen ja nachher. Also wenn wir diese Fracht hier anziehen, bringen 60.000, das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn wir da nicht unbedingt einen LKW wieder kaputt fahren oder 16.000 investieren müssen wieder, sinnloserweise, dann sollte sich das ja ausgehen. Ich dachte ja eigentlich, dass ich schon längst den neuen LKW hätte kaufen können. Also eigentlich war ja geplant, wenn ich in London bin, dass ich dann den nächsten LKW kaufe, damit wir noch einen Fahrer haben, aber na gut, das war ja dann nicht. Das haben wir ja nur am Sonntag gesehen, dass das nicht ging. Und bald haben wir den nächsten Sonntag. Wer weiß, ob es da geht. Hier möchtest du aber auch nicht irgendwo einen Straßenkram fahren, ne? Ehe dich hier einer findet. Richtig Verkehr ist hier nicht. Hier mal ein bisschen Rennleitung, okay. Gucken, ob ich schnell hier noch fahre.
Man darf ja auch nicht zu langsam fahren, ne? Das ist ja dann auch auffällig. Jetzt hier gleich nochmal das Gebirge hoch und den Serpentin. Das sah auf der Minimap oder auf der Karte schon sehr interessant aus hier, die Strecke, also sehr kurvenreich. Hier ist nur noch 60, okay. Gut, da werden wir jetzt automatisch in E-Com in die Steigung und da schafft er wieder nichts. Komm, zieh, 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 zieh! Wie an, mein Kleiner. Tempomat haben wir auf 60 eingestellt. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, die Folge schon wieder rum. Ich bin immer noch ganz fasziniert von dieser Schneelandschaft hier und finde das echt toll, wie so abgeht. Echt super. Finde ich aber jetzt keine Stelle, wo ich mal schnell stehen kann, ne? Oh, ich darf 80 fahren. Hier kann ich mich ganz kurz mal abstellen. Stelle ich mich jetzt immer quer rein. Fließender Verkehr nicht weiter stören. So. Sieht schön aus hier. Warte gleich zu dieser Brücke dort. Das wird toll. Gut, okay. Das war eine Folge Euro Truck Simulator 2 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.